Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir sind heute wieder als Survivor unterwegs und wir gucken mal, wie es so läuft. Wir bleiben auf jeden Fall bei We're Gonna Live Forever. Wir werden es nochmal versuchen. Schnappen dafür uns ein Medipack. Und ich würde sagen, wir gehen in die Altruism-Kategorie mit den Bonuspunkten. Und haben immer noch das Hookrusher-Bild quasi. Also einfach, dass wir möglichst vielen Leuten effizient helfen können. Ist wie gesagt nicht... Ich sag's immer lieber dreimal, es ist wie gesagt nicht der beste Weg zu spielen, wenn man sich mit den anderen nicht absprechen kann. Einfach aus den Gründen, die ich schon oft erwähnt habe, quasi, dass drei Leute direkt zum Haken rushen. Keiner macht mehr Generatoren, während jemand hängt quasi und solche Sachen halt. Ist nicht die beste Variante, aber ich wollte mal ein bisschen anderes Gameplay zeigen. Wir können auch dann mal... Ich glaube, ich bin bald soweit. Lass mal kurz reingucken. Ja, okay, es dauert noch ein bisschen. Wir warten nämlich gerade eigentlich auf den Killer-DLC, deswegen halten wir unsere Blutpunkte immer relativ hoch. Und also auf den neuen DLC quasi warten wir, weil wir uns dann direkt die Perks schnappen wollen. Also ihr habt ja das Video vom PTA vielleicht gesehen. Ich fand es, irgendwann hing es mir zum Hals raus, der neue Killer. Aber es ist nun mal so, wenn man das den ganzen Tag lang nur den einen Killer spielt. Ach ne, Quatsch, das war nicht im Video, sondern auch im Stream dann. Aber gut, ich schweife ab. Da sparen wir auf jeden Fall gerade drauf und wir können dann irgendwann jetzt demnächst mal vielleicht auch das Perk-Roulette-Rad quasi einführen. Dass wir da mal ein paar witzige Folgen machen, nachdem wir jetzt dieses Bild hier spielen. Oder wir gehen auch mal einfach komplett auf Stealth mit Urban Evasion. Hier Urban Evasion, da sagt's mir, bin jetzt blöd, wie heißt der Perk? Quick and Quiet, genau. Und solche Sachen, vielleicht können wir da auch mal was machen. Ja, aber bis dahin würde ich sagen, spielen wir jetzt mal so. Schließlich ist das jetzt hier die Folge mit dem Hookrusher-Bild noch und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut, bevor ich mich noch mehr verfranze und wir sehen uns auf der Map. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Grim Pantry im Backwater Swamp. Wie immer ist halt die gute Variante des Sumpfs, die hätte gleich am Anfang kommen sollen, aber das habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt, glaube ich. Ich will nicht immer hier die gleiche Platte abspielen. Aber wir schauen mal, gegen wen wir spielen, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, also verzeiht mir jetzt erstmal die ersten Fehler hier. Ich weiß, es klingt immer blöd, wenn alle zwei Tage ein Dead by Daylight Video kommt, aber... Ich komme halt leider meistens nicht so dazu, wie ich möchte, dass ich einfach jeden Tag einfach kurz eine Aufnahme mache und dann... quasi das Video schneide und hochlade. Das klappt leider nicht, deswegen, wenn ich dann mal Zeit finde zum Zocken, dann zocke ich halt immer 3-4 Stunden dann und nehme das dann quasi vorab auf und schneide es dann über die Woche gestaffelt halt. Genau. Deswegen ist aber auch manchmal einfach so eine 2 Wochen Pause drin und dann fühle ich mich immer etwas unsicher, wenn hier der nächste Aufnahmeblock startet quasi. Das ist schon der ganze Grund. Oh Gott, und dann passiert eben sowas. Wir spielen auf jeden Fall gegen Doktor, wir haben es mitbekommen. Kommt er zu uns? So die Frage, wo er hingeht. Ich habe es noch nicht so ganz geschnallt. Oh, hi. Okay. Jetzt schauen wir mal, sie läuft in die Richtung. Er verfolgt sie, okay. Jetzt können wir mal schauen, wie wir das weitermachen. Wir haben hier einen Generator, den können wir machen, dann sind wir in der Nähe. Können dann auch relativ schnell zum Hook gehen. Jawohl, wunderbar. Oh, ich bin aber noch nicht Stufe 1. Das ist doof. Das heißt, ich schreie... Warte mal, wir gehen direkt ins Static Field. Damit wir einmal geschrien haben. Wir schreien nicht. Wieso schreien wir nicht? Wieso lädt sich unser Static Field nicht... Ah, jetzt. Okay. Logisch, er hatte noch nicht hier diesen Schockmodus an. Deswegen haben wir keinen... keine Stufe 1 bekommen, weil dann hat er auch keine Aura. Das Witzige ist, ich sehe ihn gerade nicht, aber wir gehen jetzt zum Hook quasi und holen ihn runter. Wir mussten auf jeden Fall Stufe 1 haben, sonst hätten wir uns da quasi nicht dran vorbeischleichen können. So. Wir holen ihn jetzt und ich heile dich hier gleich. Dann schauen wir mal. Ja, schrei ruhig rum. Alles kein Thema. Der andere wird verfolgt. Wir hatten hier eigentlich... Ja, hier ist ein Chen. Wunderbar. Die kann ausnappen und wir können zu zweit den Chen machen. Perfekt. Kaum Zeit verschwendet. Das gefällt mir gut. Was mir gerade einfällt zu We're Gonna Live Forever. Ihr dürft nie vergessen, dass ihr, wenn ihr an euch einen Hit fangt,
Wenn ihr euch einen Hit fangt, während ein Verletzter neben euch steht, dass ihr dann immer die... Na, wie heißt's? Also auf jeden Fall hier... die Helferpunkte bekommt. Ihr bekommt auf jeden Fall immer einen Token für euren Perk. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Distraction oder... Wenn ihr halt einfach einen Hit hängt, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch Punkte. Darf man nicht vergessen, weil dadurch kriegt man den Perk relativ fix voll. Ohne große Probleme. Und das ist halt dann sehr, sehr geil. Oh Gott, was ich mache. Was für schlechte Skillchecks, ja. So, den hatten wir mal kurz angefangen. Ich sag ja, verzeiht mir auf jeden Fall die Anfangsfehler jetzt. Ich hoffe dann auf der zweiten Map läuft es schon besser, wenn wir hier wieder ein bisschen reingefunden haben. Jetzt die Frage, wollen wir schon mal in seine Nähe gehen? Der andere wuselt da hinten schon rum. Ja, ich würde sagen, wir machen uns dann gleich auf den Weg. Reunited, hallo! Wir gehen mal. Da hinten schockt er rum. Jetzt schauen wir mal. Also der Keller wird allgemein etwas kacke. Aber wir können immerhin mit Borrow Time 3 Hits kassieren. Stimmt nicht 2. Ich hab gerade Quatsch erzählt. Aber immerhin. Er kommt gerade wieder zurück. Jetzt hat er die Scratch Marks eh schon gesehen. Jetzt bleibt uns nichts mehr übrig. Anderes. Und er geht weg? Okay, interessant. Wieso geht er denn mit Borrow Time in den Schrank? Was machst du denn? So. Schwuppdiwupps. Naja, schrei ruhig rum. Wir haben 3 Generatoren an. Wunderbar, da hinten ist noch einer. Perfekt. Den hier können wir machen, mein Freund. Bisher jetzt sehr unspektakulär, das Match. Also für uns, die anderen machen das sehr gut mit dem Chase. Aber für uns ist es relativ unspektakulär. Und ich würde sagen, wir gehen direkt wieder zum Unhook. Weil erstens schon mal brauchen wir nicht hier mehrere Generatoren machen. Wir müssen nur einen jetzt noch gar durchziehen. Und... Also es wäre Quatsch, wenn wir jetzt alle 3, die noch übrig sind, quasi hier noch... jetzt alle anschmeißen. Und vor allem kann er ja ganz in Ruhe weitermachen. Und er weiß, einer wird gechased, wir gehen jetzt zum Unhook, das heißt, er macht den letzten Gen und alles ist cool. Und so ist das Unhooken tatsächlich, ja, ein bisschen lame, wenn man sich nie mit dem Killer auseinandersetzen muss. Also so gegen Camper und so spiele ich mit dem Bild deutlich lieber, weil es einfach schwieriger wird dann. So ist es halt, ja, ganz, wie ein ganz normales Match irgendwie. Mit so einem Camper hat man dann doch ein bisschen, muss man ein bisschen rumtricksen. Und das ist nicht ganz so easy. Das macht schon mehr Spaß, finde ich. Ach, klingt jetzt blöd, aber finde ich wirklich. So, wo geht er hin? Wir warten gleich für den Unhook. Da ist unser Perk auch schon wieder voll. Ah, da hinten. Okay. Das ist die Frage, kommt er hier rein? Ich glaub's fast nicht. Aber wir schauen einfach mal. So, jetzt gehen wir raus zum Unhook. Wichtig ist, die Tür hier ist offen. Das war die hier. Die Schiebetür, genau. Oh no! Naja gut, dann können wir zu zweit heilen. Der hätte doch eigentlich den Chen weitermachen sollen. Was macht er denn? Alter, der Kerl, ey. Wieso bricht er den Unhook ab? Das macht das... Oh. Wieso mache ich, wieso fail ich einen Skillcheck? Jawohl, jetzt ist er fertig. Ich würde sagen, wir ärgern ihn mal ein bisschen und gehen mal zum Ausgang. Okay, es passiert bisher nichts. Naja, gut. Genau. Viele machen das, dass, wenn dann der Unhook abbricht, dass man halt einfach vergisst zu strugglen, weil man sich denkt, okay, was soll das? Und dann ist man oft zu spät dran und dann kommt man, deswegen habe ich mir jetzt auch den Hook geklaut quasi, weil das oft passiert, dass dann der Unhook quasi in die Hose geht,
Der andere denkt sich, oh, ich bin ja eh gesaved und hört auf die Leertaste zu hauen und checkt's nicht, dass der andere aus Versehen abgebrochen hat. Und dann ist die Kacke halt am Dampfen. So, wir müssen jetzt mal schauen. Der Ausgang wird aufgemacht, wunderbar. Das heißt, er wird jetzt dann dahin rushen und wir können ihn mit Borrow Time holen und raushauen, abhauen. Was? Wieso geht er nicht zum Ausgang? Ich wollte es gerade sagen. Was stimmt denn nicht mit dir, ey? Das war eine Fake-Palette, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns. Wir anhucken ihn und gehen jetzt mit Borrow Time durch den Ausgang. Fake-Palette wissen wir laufen durch. Ich mach den Ausgang auf, mein Freund. Und jetzt kannst du eigentlich raus. Oder rennt zum anderen Ausgang, was vielleicht nicht ganz so geil ist. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben kaum Chase-Punkte, also da sind wir echt schlecht drin. Schauen wir jetzt mal. Also in der Kategorie Evader hatten wir jetzt quasi fast nichts, glaube ich. Aber ich glaube, es gab ganz... Ja doch, es gab ganz gut Punkte. Nicht so viel wie normal, aber... Okay, 52.000 ist okay. Und wie gesagt, ja genau, Evader waren wir am schlechtesten, die anderen waren okay. War schon mal ein witziger Start auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen unspektakulär war. Aber wir schauen einfach mal, wie es nächste läuft. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns auf der nächsten Map. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen auf Gashaven in Autohaven Wreckers. Ich liebe die Map, ja. Also ich finde sie mit einer der besten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sie ist zwar sehr Survivor-lastig, aber das ist okay. Also ich finde sie als Killer auch okay. Und wir spielen gegen Ruin. Und eine Huntress. Wow, Baum. Oh shit. Okay, sie zieht nicht die Axt, wenn wir durch die Palette laufen. Sie hat gewartet, bis wir fertig sind. Was mich jetzt etwas wundert. Sie zieht immer noch keine Axt. Interessant. Hat sie keine Äxte oder? Weiß ich nicht, wie man die Huntress spielt. Aber wir sind eigentlich auf einem zu hohen Rang, als dass sie das nicht lassen kann. Wieso wirft sie keine Axt? Jetzt macht sie es, okay. Ich bin trotzdem verwirrt. Ich bin trotzdem verwirrt. Das ist eine gefährliche Stelle. Wenn man es so hart verkackt, dann sowieso. Aber man hat quasi hier beim Loop... die Huntress kann über die Hitbox werfen. Das ist ein bisschen blöd. Nein, sie hat echt schon aufgeladen. Oh, ich dachte, wir schaffen es vom Timing her locker. Ja, das war jetzt hart verkackt. Vor lauter Quatschen hier. Mensch. Aber, Quatsch, das lag nicht am Quatschen. Ich habe einfach nie nachgedacht. Ist generell eine schwierige Situation, weil die Hitboxen hier angepasst wurden. Früher konnte man sich perfekt hinter die Fässer sitzen. Jetzt hat die Huntress mittlerweile, wenn sie pixelgenau aimt, die Möglichkeit, die Axt optisch über den Survivor drüber zu werfen. Sie hittet dann aber trotzdem. Also man kann sich nicht hinter diesen Fässern mehr verstecken. Wenn die Huntress weiß, was sie zu tun hat, dann kann sie durch die Fässer werfen. Es schaut seltsam aus. Also die Axt fliegt eindeutig über euch, über euren Kopf drüber. Sie geht eindeutig an euch vorbei, mindestens einen halben Meter. Sie hittet euch aber trotzdem. Also da müsst ihr aufpassen. Ich weiß nicht genau, was sie da verändert haben, ob das Absicht war. Ich habe keine Ahnung. Aber das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, die Huntress ordentlich zu trollen. Oh, wow. Das war krass. Ohne Borrow Time ist das nicht so geil. Okay, sie hat mich jetzt. Wir werden auf keinen Fall zum Healen kommen. Wir könnten ja versuchen, sie irgendwie zu trollen. Ah, hat sie gesehen. Funktioniert niemals als Troll. Das wird nicht gut für uns ausgehen. Ich hoffe, da ist eine Palette. Ich hätte gedacht, wir schaffen es locker. Das läuft gerade gar nicht gut. Interessant. Stelle ich mich gerade so an? Wahrscheinlich ja, ne? Also, ich war mir eigentlich 100% sicher, dass wir vorher um die Kante kommen, dass uns die Achsen hittet. Aber sie hat uns ja eindeutig getroffen. Also, die war wirklich genau in die Seite.
Also habe ich mich brutalst verschätzt. Und das Problem ist, wir haben jetzt noch nichts gemacht für unser Pip. Noch absolut gar nichts. Wir haben alle Chases verloren. Wir haben nicht einmal den Chase abbrechen können. Das heißt, wir haben keine Punkte auf Evader. Wir haben keinen Lightbringer, weil wir haben nicht mal irgendwie ansatzweise quasi den Chen angefangen. Das heißt, aktuell haben wir noch einen Downrank. Wow, wenn sie mich jetzt fischt, bin ich echt sauer. Oh, come on, wieso werden wir denn so hart ge... Okay, wir haben Borrow Time, aber wieso werden wir denn so hart gefarmt, sag mal. Das nervt gerade wirklich ein bisschen. Wir werden noch auf jeden Fall länger strugglen können. Was ich jetzt mache, ich renne möglichst weit von ihr weg. In der Hoffnung, dass sie meinen Scratchmarks folgt. Und so, dass der andere dann geholt werden kann. Ruin wurde gemacht. Nicht so geil. Also, toll, aber wahrscheinlich hat der eine Spieler jetzt nichts anderes gemacht, außer das Totem zu suchen. Das erklärt auch, warum wir erst zwei Generatoren haben. Obwohl schon 4,5 Minuten vergangen sind. So, wir können eigentlich den Generator machen, den wir angefangen hatten, ne? Oder wir gehen zurück. Wir haben Borrow Time, wir könnten ihm helfen. Aber wir müssen eigentlich ein bisschen Punkte auf unser Konto kriegen, weil sonst wird das mit dem Pippchen nix. Voraussichtlich sind ja eh schon alle da bei ihm und anhucken ihn. Obwohl, wir sehen gerade die Claudette da. Okay, die Claudette macht einen Chen. Dann gehen wir zum Anhucken, nicht, dass der andere, dass das jetzt keiner hingeht. Er versucht schon, sich zu befreien. Sie campt. Okay, alles klar. Wir werden gleich entdeckt. Oder auch nicht. Okay, perfekt. Der andere wurde entdeckt. Jetzt können wir ihn anhocken. Ist aber mega bitter, dass sie strugglen muss, obwohl sie zum ersten Mal hängt. Das ist richtig, richtig bitter. Was ist auch die Obsession? Hatte sie keinen D-Strike? Okay, sie hängt... Ja, klar. Was willst du denn mit einem D-Strike, wenn sie direkt unter einem... Hä? Was war denn jetzt das? Alter, was? Sie läuft los in dem Moment, wo der Skillcheck ist. Ich drücke und dann geht der Skillcheck trotzdem noch gefailt durch. So ein Scheiß. Ja, sie hat natürlich den D-Strike nicht einsetzen können. Wegen dem Haken. Also, wenn man direkt unterm Haken liegt, bringt der D-Strike einen nix. Das ist logisch. Wow! Du bist mir vielleicht eine. Klar, wir machen auch mal Fail-Skill-Checks, aber in dem Moment war es jetzt echt kacke. Oder es war Absicht. Oh ja, wenn sie sich gut absprechen, war das vielleicht einfach nur, um die Huntress vom Haken wegzukriegen. Wir gehen mal zum Hook. Schließlich spielen wir unser Hook-Crusher-Bild. Ich hoffe mal, sie hat mich jetzt einfach hinter dem Auto gerade nicht gesehen. Hat sie echt nicht. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. So. Und so macht es das Anhocken auf jeden Fall spannender, wenn man nicht einfach straight hinrennen kann, weil der Killer sowieso fair spielt. Das macht es echt spannender, finde ich. Empathy, wir wissen, wo sie... Sie läuft dem anderen hinterher. Wir können jetzt zum Anhock gehen. Der lässt sich nicht heilen, der macht den Generator. Er heilt sich lieber selber. Wow. Problem ist, ich könnte jetzt auch hinlaufen und ihn heilen, ne? Und könnte ihm helfen, aber das kostet halt genauso viel Zeit, wie wenn er jetzt einfach eine Selfcare durchzieht, da hinzulaufen. Also, würde, glaube ich, sich nicht viel geben. Klar braucht man mit Selfcare viel länger, um sich zu heilen, aber jetzt da hinzulatschen, glaube ich, sind wir besser bedient, wenn wir den Generator machen. Wir machen jetzt so Good Skill Checks, einfach damit sie nichts, keine Infos hat, welche Generatoren gerade gemacht werden und sie vielleicht beim Survivor campt, der am Haken ist, weil dann können wir jetzt, der andere müsste ja auch bald fertig werden, dann können wir jetzt beide Generatoren ploppen und haben einen entscheidenden Vorteil bei den Ausgängen. Ich hoffe, dass die blutige Claudette, also Tnex, auch so denkt und wirklich den Chen durchzieht, weil dann haben wir jetzt gute Chancen hier ohne, oh, Tnex wird verfolgt, das ist scheiße, obwohl, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Deswegen, der Random, also der andere kann jetzt den Random und nicht den Random, was erzähle ich mal? Dem, also, Exalia kann jetzt Prox holen, genau, wunderbar. Die können sich heilen und ich kann den Chen fertig machen, den Tnex gemacht hat. Wir wissen ja, wo es war. Der sollte eigentlich fast fertig sein, dann können wir direkt zum Ausgang.
Oh, der ist an. What? Einer im Feld war noch angefangen. Der da, der war angefangen. Können wir mal schauen, ob wir den kriegen. Wo ist der Huntress? Ah, okay. Genau, der ist angefangen. Dann können wir den noch gar fertig machen. Und Snacks ist jetzt down. Der muss seinen D-Strike treffen. Sonst war's das. Jawohl, nice. Gut gemacht. Das Problem ist aber, er hat da hinten, wenn er jetzt hinläuft, hat er keine Chance, oder nicht? Er hätte in die andere Richtung laufen müssen, weil da hinten hat er bestimmt schon alles weggeräubert. Oh, netter Lootenspawn. Ich bin mir sicher, dass er jetzt gleich down geht. Ich wüsste auch nicht, wie wir ihm helfen können. Wir könnten irgendwie einen Hit blocken, aber das bringt meistens halt auch nichts. Jawohl, komm. Vielleicht können wir... Ja. Damit ist ihm auf jeden Fall etwas geholfen. Sie lädt nach. Geht jetzt zum Ausgang. Willst du dich nicht heilen lassen? Ah, hat er gerade keinen Bock? Okay. Komm, lass dich heilen. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Okay, das ist aber sehr, sehr gut, weil wir ja tatsächlich jetzt den Ausgang hier offen haben. Da kann er dann direkt rausrushen. Oder ist der down? Ne, er lebt noch. Wunderbar. Er wird höchstwahrscheinlich jetzt rechts... Also ich als Killer würde jetzt hier da hinten am Keller aus... Wow! Warum läuft sie denn da lang? Ich verstehe es nicht. Kann man das irgendwer erklären? Nee, ne? Sie geht zurück zum Haken. Hoffentlich hat er eine Borrow Time. Oh no! Jemand ist noch da. Ja, Borrow Time. Wunderbar. Aber er läuft in die falsche Richtung. Oder ist der Ausgang... Der andere Ausgang ist da hinten. Er läuft definitiv in die falsche Richtung, er ist tot. Wir können ihm nicht mehr helfen. Das war's dann. Obwohl, wir könnten blocken, aber er weiß halt scheinbar nicht, wo der Ausgang ist. Hm. Nee, blocken reicht nicht. Naja, jetzt hängt er halt Snacks auf und dafür ist jetzt Snacks down. Ja, Snacks hat sich geopfert und ist jetzt tot. Ein feiner Zug von ihm, aber... Ja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich hätte es jetzt Snacks eher gegönnt als Ex-Taliar, dass er rauskommt. Einfach aus dem Grund, weil er mit Borrow Time safe war. Also er hätte ohne Probleme rausgehen können, dieser Ex-Taliar. Hätte halt nur richtig aufgepasst. Deswegen, naja. Aber war ein ganz gutes Match, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen wenig Punkte, fällt uns auf. 38.000, nur reicht das für einen Pip? Okay, es reicht für einen Pip. War mir nicht ganz sicher. Und ja. Denk... Das reicht für die Episode. Es war wieder ganz nett, hoffe ich. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war... doch relativ spannend jetzt auf Schluss zu noch. Gab viele Entscheidungen zu treffen. Vielleicht waren ein paar falsche dabei. Falls ihr das denkt, schreibt das mal in die Kommentare und dann könnt mir auch Tipps geben. Ist ja nicht nur so rum, dass ich mir hier einen ablabere. Ihr könnt ja auch mal irgendwie reinschreiben, was ich besser machen kann. Und in diesem Sinne, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und ja, haut rein, habt viel Spaß und ciao.